Hallo zusammen, heute stellen wir uns die Frage, wie finde ich den passenden Headhunter? Diese Frage wurde mir in diesem Jahr hunderte Male gestellt, weil es interessiert dich sicherlich brennend, welcher Headhunter passt zu dir und wie kann ich den optimalen Nutzen aus einer Zusammenarbeit generieren. In diesem Video möchte ich diese Frage gerne beantworten und noch weitere. Als erstes, ja, wie findest du denn den passenden Headhunter? Ich würde dir gerne 4 Impulse dazu geben. Der erste Impuls ist, okay, mach dir bewusst, der Headhunter deines Vertrauens ist die Visitenkarte deines Unternehmens. Er agiert im Namen deines Unternehmens. Da würde ich ganz speziell prüfen, ist es einfach nur ein CV-Schieber? Verteilt der ohne Freigabe von Kandidaten einfach CVs? Ein Unternehmen, was sicherlich nicht deine bevorzugte Zusammenarbeit wäre. Meine wäre es auf jeden Fall nicht. Also mach dir bewusst, der Headhunter ist die verlängerte Werkbank deiner HR-Abteilung oder deiner Fachabteilung. Ich würde speziell prüfen und vor allem, ich würde den Headhunter optimal briefen. Soll heißen, wenn der Headhunter nichts über dein Unternehmen weiß, dann wird er dir nur irgendwelche Kandidaten vorstellen, aber nie die Kandidaten, die optimal zu dir und deinem Unternehmen passen. Meines Erachtens brauchst du ein Briefing, du brauchst einen Workshop, um dem Headhunter ganz klar darzustellen, welche DNA hat dein Team, hat dein Unternehmen. Meines Erachtens, um einen Cultural Fit darzustellen, ist es elementar, dass der Headhunter weiß, was ist deine Spezifika. Also einfach nur jemanden zu beauftragen, um CVs einzusammeln, wäre nicht meine bevorzugte Zusammenarbeit. Der zweite Punkt, welche Spezialisierung, welche Fokussierung hat der Headhunter deiner Wahl? Ich gehe fest davon aus, dass erfolgreiche Personalberatungsagenturen oder auch Headhunter spezialisiert sind. Wenn jemand exzellent spezialisiert ist, dann ist er extrem spitz aufgestellt und kennt den Markt, das heißt die relevanten Kandidaten. Und so bist du wahrscheinlich auf diesen Headhunter aufmerksam geworden. Er ist super fokussiert, er ist sehr gut spezialisiert und hat ein optimales Netzwerk. Fokussierung, Spezialisierung wäre für mich ein entscheidendes Kriterium, wenn ich einen Headhunter beauftragen oder suchen würde. Der nächste Punkt ist, wie präsent ist der Headhunter oder der Personalberater in Social Media? Spricht er über aktuelle Trends? Kennt er die Needs, die Bedürfnisse seiner Kunden? Beschäftigt er sich mit Trends, mit Studien? Ist er gut vernetzt mit Mitbewerbern, mit deinen Mitbewerbern? Ist er vernetzt in seiner Branche? Das wäre mir alles wichtig. Ich möchte mit den Experten, mit den Besten zusammenarbeiten. Das wäre mein Anspruch. Ich gehe davon aus, es ist auch dein Anspruch. Dann prüfe genau, ist er auf Social Media aktiv? Ja, nein. Und welche Kommentare bzw. welche Artikel gibt er einen Social Media Preis. So erfährst du extrem viel über die Denkweise des Headhunters und vor allem auch über die Arbeit. Last but not least, und das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte, welches Netzwerk hat der Headhunter? Spricht er über Active Sourcing und schreibt einfach wild alle relevanten Kandidaten auf Xing, LinkedIn und anderen Social Media Plattformen an oder hat er sich ein jahrelanges Netzwerk aufgebaut? Weil letztendlich Menschen auf Social Media anschreiben kannst du selber, da brauchst du keinen Headhunter. Ich würde nochmal ganz genau prüfen an deiner Stelle, hat er ein Netzwerk, wie agiert er? Frag doch im Erstgespräch, wie identifizieren sie Kandidaten, wie kommen sie ins Gespräch? Und derjenige, der dann so rumschwimmt und dir nicht die passenden Antworten gibt, selektiere einfach aus. And last but not least, mein special Tipp, es bringt dir nichts, wenn du den billigsten nimmst. Und es bringt dir auch nichts, wenn du den Headhunter von seiner Provision drückst. Warum? Stell dir vor, ich als Headhunter habe drei Firmen. Bei den anderen Firmen habe ich einen super Vertrag, habe ich einen mittleren Vertrag, habe ich einen schlechten Vertrag. Wenn du mich drückst und wir kommen zusammen und du bist der Kunde mit dem schlechtesten Vertrag, was glaubst du, wo laufen die Top-Profile hin? Sicherlich nicht zu dir. Deswegen Headhunter zu drücken in ihre Provision, kann man machen. Ich würde es nicht tun. Ich würde auf die ersten 4 Punkte einen deutlich größeren Fokus legen. Das heißt, welches Netzwerk hat der Headhunter? Wie präsent ist er in Social Media? Wie fokussiert und spezialisiert ist er aufgestellt? Und letztendlich, welchen Eindruck macht er
Ist er in der Lage, dein Unternehmen so zu repräsentieren, wie du das selber tun würdest in der ersten Sprache bei Kandidaten? Das wären für mich relevante Punkte in einer Zusammenarbeit mit einem Headhunter, die durchaus Sinn macht, wenn du spezielle Experten, spezielle Profile suchst, auch in der heutigen Zeit. Ich hoffe, ich konnte dir einen spannenden Impuls geben in der Zusammenarbeit mit Personalvermittlungsagenturen oder Headhuntern. Wenn du Fragen hast, kommentiere dieses Video einfach im Kommentar. Stell deine Fragen, ich beantworte sie dir. Ich freue mich über deinen Kommentar und letztendlich abonniere diesen Kanal. Du kriegst interessante Impulse. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Ciao.